Hallöchen, ja, wie ihr schon in der Beschreibung lest oder im Titel, heute mal was Besonderes, vielleicht nicht, aber mal was ganz Neues. Aber erstmal das Intro. Ja, und zwar hat mich ein Paket erreicht von Thunder Tiger Europe. Die haben mir netterweise den neuen Jackal zur Verfügung gestellt, dass ich den euch mal zeigen kann. Und natürlich auch testen kann. Und als noch extra Giveaway quasi haben sie mir noch so eine Kappe mitgegeben. Finde ich richtig cool und nett halt auf jeden Fall. Trage halt auch gerne Cappies. Ja, so viel dazu, aber darum soll es ja heute nicht gehen. Es geht nämlich um dieses Prachtstück. 1 zu 10er Desert Buggy, 4WD natürlich, ready to run, nagelneu, erst seit gestern, glaube ich, auf dem deutschen Markt und heute schon hier. Ich hoffe, ihr könnt alles richtig gut erkennen. Wie gesagt, es hat ein 1 zu 10er, hat eine Pendelachse hinten und eine Starrachse. Käfig hat er, Dienst hat er, aber ich würde sagen, genug vom Karton. Wir packen den einfach mal aus. Bin nämlich gespannt. Und wir fangen einfach mal hier an. Das dürfte die Pumpe sein. Und hier, huch, da ist das Plug rausgefallen. Und hier Neuerung, GT2 Technik. Was, wie ich finde, richtig geil ist. Warum? Ganz einfach. Ihr wisst ja, dass ich für meine Bäscher und sowas, also eigentlich für jedes Auto, meine CR3P benutze. Die hat natürlich auch GT2-Anfänger, das heißt, einfach nur binden und fertig. Finde ich auf jeden Fall cool. Wir machen einfach mal weiter. Noch so einen Schutz drauf. Dann haben wir hier das Auto an sich. Und hier noch ein bisschen Zettelage. Machen erstmal die Zettelage noch schnell. Ist hier auf jeden Fall schon mal Werkzeug, was sich ja für ein RTR-Auto auch so gehört, finde ich. So ein bisschen Einsteigerwerkzeug gehört da dazu. Hier haben wir noch so ein paar Kleinteile. Hier haben wir so ein bisschen Werkzeug, drei Imbusse, ein Kreuz und einen kleinen Schlüssel. Und die Bedienungsanleitung mit sogar richtigen Bildern, also Fotos, zwar in Schwarz-Weiß, aber cool gemacht. Mit schöner Anleitung. Finde ich so auf jeden Fall besser, als wenn es nur geschrieben ist oder mit so einer komischen Zeichnung. Ja, jetzt zum eigentlichen Start der Show, wollte ich schon sagen. Ja, das ist er. Also Federung finde ich geil für so ein Auto. Ich fand den von Anfang an schon interessant, weil er erinnert natürlich extremst an zum Beispiel Twin Hammer oder Yeti. Der ist aber ein Ticken größer als ein Twin Hammer. Und ein Stück länger als ein Yeti und macht halt einen richtig coolen Eindruck. Die Karo gefällt mir richtig gut. Ich hätte es ein Ticken geiler wäre es, wenn die matt wäre, aber das kann man ja machen. So, voilà. Klappt sich das Ganze auf. Finde ich cool gemacht. Hier hat man dann das Akkufach. Da passen ganz normale Hardcase-Lipos rein. 2S fährt der Kollege. 45 Ampere Regler, 3600 kV Motor, Servo, weiß gar nicht, steht da was drauf? Nein, aber ich schätze mal, es sind 9 Kilo, das weiß ich jetzt gar nicht genau, das habe ich gar nicht nachgeschaut, aber da wird man im Review sicherlich mehr von hören, wenn ich das Review mache. T-Plug, das Ganze, wie gesagt, Lüfter ist drauf, waterproof komplett, die Geschichte hier,
Gucken wir mal drunter. Querlenker sind durchgehend. Also sind zu, vorne auf jeden Fall. Die Reifen sind richtig griffig. Finde ich auf jeden Fall cool gemacht. Dies mit der Karo finde ich auch cool irgendwie. Weil das sieht, das ist hier schön gelöst. Das ist schön eine Kante. Das ist cool gemacht. Das, der Hinterreifen, weiß nicht, ob das ein echter ist. Das sieht auf jeden Fall so aus. Den werde ich dann aus, werde ich euch alles im Review nochmal zeigen. Hinten könnte man noch schöne Leitbau reinmachen. Die Hinterachse sieht richtig gut aus. Richtig stabil. Plastik, aber halt hochwertiges Kunststoff. Das ist jetzt kein Billigscheiß. Was ich auch geil finde, 12 mm Mitnehmer. Ja, das heißt, da kann man gutes Gel-Felgen dran machen, sprich richtige Alufelgen von Pitbull oder Proline oder was auch immer. Die Federung finde ich geil. Hinten könnte sie sogar noch ein Ticken weicher sein, dass die hinten ein bisschen mehr ausfedert. Vorne ist so, ja, da muss man ein bisschen Vorspannung reinmachen vorne auf jeden Fall. Aber ist ja halt Einstellungssache. Gucken wir uns das Ganze mal von unten an. Hier haben wir die Klappe für den Empfänger. Wie gesagt, GT2 Technik. Kardanwelle hier hinten. Kunststoff. Aber ja, mal schauen, wie die Haltbarkeit da ist. Kann jetzt noch nicht viel zu sagen. Sieht auf jeden Fall gut aus. Hat auch kein Spiel oder sowas. Die Links hier auch schön dick. Hier vorne haben wir extra noch Alustrebe. Uns mal noch von die Lenkung an. Oh, Lenkeinschlag ist gut. Die Konstruktion ist sehr simpel, finde ich. Aber das muss ja nichts Schlechtes, nichts Schlechtes sein. Dämpfer, wie gesagt, komplett Alu mit Einstellgewinde, also mit Vorspannung. Nicht mit Clips oder sowas, sondern mit Gewinde. Bumper vorne. Gibt schön nach. Mal noch kurz hinten schauen. Ja, hinten hat man nicht wirklich einen Bumper. Braucht man ja auch nicht. Wie gesagt, 4WD hinten Starrachse. Also hinten ist Starr. Also durchgehender Antrieb hinten. Vorne haben wir ein Differential verbaut. Sieht man hier schön. Und ja, cooles Auto, wie gesagt. In Matt hätte mir noch ein bisschen besser gefallen. Könnt ihr mal Achsverschränkung. Nicht schlecht. Ich habe jetzt hier gerade keinen Reifen zur Hand. Was kann man hier machen? So, wir haben hier mal einen 1:8er Reifen vom IMAX. Und ihr seht, alle Reifen berühren den Boden. Es würde sogar noch einen Ticken höher gehen. Aber das ist doch auf jeden Fall cool. Nicht schlecht. Ja, ich würde sagen, das soll es soweit gewesen sein. Vom Unboxing. Als nächstes wird dann ein Fahrvideo kommen. Und nach so ein paar Akkuladen dann auf jeden Fall das Review. Ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal und ciao. Und zwar ist der Shop bei Spreadshirt. Da kann man halt Designs von mir auf T-Shirts machen oder fertig designte T-Shirts benutzen. Das ist jetzt hier ein Pullover.